Und damit herzlich willkommen zur nächsten Folge von Kingdom New Lands. Wir waren hier stehen geblieben, dass wir das hier erst abreißen wollten und hier einen neuen Bauernhof hinbauen wollten und das Boot langsam mal fertigstellen. Aber vorher gucke ich nach da hinten, ob da noch wieder Leute sind, die wir zu Bauern machen könnten, weil Bauern sind einfach eine Gelddruckmaschine. Billig im Unterhalt, obwohl hier könnten wir auch was hinbauen. Aber da ist mir der Reitweg einfach zu lang. Billig im Unterhalt und bringen sehr viel Kohle ein. Obwohl, ne, so billig sind die gar nicht. Mit 4. Scheiß drauf, auf jeden Fall. Essen Gelddruckmaschinen. Okay, 2 Leute, ich dachte, hier wäre nur einer. Das hätte sich sonst nicht gelohnt. Vorne nochmal, ob da welche sind. Bau vielleicht, wenn jetzt die Bäume endlich weg sind, dann da schon mal das Dings hin. Das Bauernhäuschen. Verbessere das noch gleich. Sehr gut, Equus, hör auf zu schnaufen. Equus ist übrigens lateinisch und heißt Pferd. Oh Gott, wenn ich jetzt gerade so an Latein denke, ich habe gar keinen Bock mehr. Wenn ich daran denke, dass die Schule bald losgeht. Okay, nee, es wird Nacht. Da habe ich dann doch lieber die ganzen Leute. Zu viel. Nein, mein Tupdone. Na gut. Waren nur 2, kein großer Verlust. Shit. Oh nein, die Weißmasken sind jetzt auch schon da. Weil, wenn ich so recht drüber nachdenke, ja, stimmt. Ja, stimmt schon. Ist ja jetzt auch gleich Tag 10. Das erklärt, weshalb wir jetzt schon die Weißmasketten haben. Ne, Tag 11 ist aber gleich schon. Das heißt, die 10er-Grenze haben wir überschritten mit den Weißmasketten. Von jetzt an wird's gefährlich für uns. Okay, bauen wir erstmal den Bauern. Bauen wir erstmal den Bauernhof, okay. Bauen wir erstmal den Bauernhof. Und den müssen wir weitersehen. Hey, heb doch auf. Hier eine Münze für schlechte Tage. Okay, ich kann wieder nicht mehr mitnehmen. Oh, unsere Gelddrucker hier. Ja, bewegt mal ein bisschen eure Hufe. Nicht so träge, was soll denn das? Da kommt auch schon Bob der Baumeister an. Alter, die laufen hier, die als hätten die die Ruhe weg, Alter. Alles klar, der Baum ist einfach wichtiger.
hier geblieben. Es wird gleich ausgebaut hier. Zweit geht's doppelt so schnell. Wartet hier. Okay, mehr können wir jetzt da nicht reinstecken. Das heißt, das Boot ist bald fertig. Oh, wieder Blutmond. Das Problem ist aber auch, wir verlieren dann unsere Bauarbeiter und zwei Wachen. Ne, vier Wachen. Okay, der Blutmond sieht sehr böse aus. Okay, jetzt gehen auch hier die zwei losten Bauern ins Haus. Blutmond ist gefährlich. Der Angriff ist vorbei. Und es ist nichts Schlimmes passiert. Wieder ein neuer Bauer. Bleibe ich gleich bei dem jungen Mann hier. Dann rekrutieren wir gleich wieder. Schön. Eine für schlechte Tage. Seh dich dahinter. Das werden unsere neuen Bogenschützen dann gleich. Okay, vier neue Bogenschützen, das ist okay. Dann können wir eigentlich auch guten Gewissens bald das Boot komplett ausbauen. Problem ist halt echt nur, dass unsere Bauarbeiter damit verschwinden. Und Bob und seine Crew brauchen wir natürlich hier fürs Katapult. Kann man ja mal hier just for fun ausbauen. Nie fallen lassen. Okay, gucken wir einfach mal ein bisschen den Bauern zu. Oh, da hat jemand gerade richtig fett Geld gemacht. Hier schon wieder. Bauern, ihr geilen Geldmaschinen. Was saugeile Geldmaschinen. Ach, es geht die Nacht wieder los. Ja, da brauche ich auch nicht mehr da hinten hin. So, hier irgendwas Geiles gecatcht heute. Offensichtlich nicht. Schnell, wenn du jetzt noch kommst, dann darfst du bei mir angestellt sein. Okay, mal gucken, was heute für ein Angriff kommt.
Er schlendert da so ganz gemütlich her. Ist ja unglaublich. Okay, kein Angriff heute Nacht. Finde ich super. So. Da, eine Münze für dich. Auf geht es. Die Musik. WTF. Okay, bauen wir das hier weiter aus. Oh, es ist fertig. Und da stürmen sie los. Gucken, ob da hinten wieder welche sind. Wir reiten einfach mal genüsslich durch. Was machst du da mit dem Hirsch? Klar, Rage bei Fortnite. Und da sieht man gerade, die werden hier gezogen von denen. Alter, was für ein Bastard, die lassen sich einfach schieben. Fährt dann halt nicht. Oh Gott, das ist sehr viel Zeugs, was wir hier haben. So, erstmal hier bauen, bauen, bauen. Die Masketten wieder. Oh shit, da kommt jetzt ein King. Shit. Nein, wir haben keine Leute mehr, die das Katapult nutzen können. Wir hatten keine Leute mehr, die das Katapult betätigen konnten.
ohne Leute, die das Katapult betätigen, hat das Dorf keine Zukunft mehr. Wie man gerade eben gesehen hat. Das Katapult ist die wichtigste Waffe, die wir hier besitzen im Spiel. Das fährt immer so schnell, dass der Puste ist. Das nervt ein bisschen. Er hat keinen Job. Warum snacken die sich dann nicht hier den Hammer? Ja, im nächsten Raid war's das. Ja, genau. Hol dir da mal. Holt euch mal schön eure Hämmer. Ihr müsst hier wirklich bauen, das ist wichtig. Das dauert aber auch lange mit dem Reparieren hier. Okay, die bleiben jetzt auch im Dorf, das ist sehr gut. Ich brauche die echt dringend am Katapult, wie ihr ihn gesehen habt. Nimm dir doch da. Nimm dir doch den Hammer! Hier, komm mit. Grab dir einen Hammer. Dankeschön. Alter, grab dir doch den Hammer! Ah, da sind keine Hämmer mehr. Dann macht euch nützlich als Bogenschützen. Gucken wir, ob wir das diese Nacht schaffen hier. Kommen sie. Okay, die kloppen das alles wieder runter. Boah, voll rein. Komm auch nochmal. Und. Boah. Geht das schneller, wenn wir mehr Leute haben? Hier, Geld für dich. Okay, Alter, wir müssen jetzt ganz viele Bauarbeiter hier holen. Du warst Bauarbeiter. Du hast keine freie Berufswahl, du wirst es einfach. Du auch. Mitkommen. Okay, Tag beginnt schon mal sehr ruhig heute hier.
Es gibt übrigens auch mehrere Inseln. Ich war schon auf der, aber die ist schon schwerer. Da merkt man einen deutlichen Anstieg des Schwierigkeitsgrades. Einen Hammer haben wir noch im Angebot. Jawohl, da holt er sich noch einen Hammer. Das müsste jetzt aber wirklich super duper mega Tempo gehen jetzt hier. Okay. Alles zusammenkommen, bitte. Wow, das war der schiefste Ton, den ich jemals aus meinem Körper gebracht habe. Das war schon ziemlich lächerlich eben. Hier Münzen für euch, damit ihr euch nicht konzentrieren könnt auf den Kampf. Mikrotransaktionen und sowas. Okay, gleich kommt der Ansturm wieder. Da ist jemand sehr, sehr salzig bei Fortnite gerade. Verratet so spät durch Nacht und Wind. Sagt man so, keine Ahnung. Es ist die Königin auf ihrem Ilkfuß. Wie wär's mal mit leise sein? Ginge das? Oh Gott, da kommen die. Ich will mich entschuldigen bei euch, Zuschauer. Es tut mir sehr leid. Ich glaube, das war schneller, oh Gott. Boom, rein da. Und weiter. Okay, es geht viel, viel schneller als das Katapult. Aber nicht schnell genug, Alter. Dir wurde das Geld geklaut, da hast du den Geld zurück. Geld zurück Garantie hier beim guten Baron. Ihr hier kriegt auch Geld. Klaut er dem einfach ständig das Geld. Wir brauchen noch zwei Bauarbeiter. Aber ihr seht schon, es wird jetzt immer schwieriger. Einen weiteren Bogenschützen. Das Schlimme ist ja auch, wir haben jetzt maximal an Holz dabei. An Holz, an Geld dabei. Also viel mehr raushauen können wir jetzt auch nicht mehr. Hier einfach schlechte Zeiten. Sebastian, du kriegst heute 3 Münzen von mir. Ah, hier, bei Bogenschützen rennt es sofort hin, aber hier, wenn es ums Handwerkliche geht, dann rennt keiner plötzlich los. Faule Pack. Was kommt davon, wenn man diese ganzen stinkenden Penner von der Straße holt? Für eine Münze, für einen Euro. Und ihnen Arbeit anbietet. Ich hab so viel Geld, wir bauen das einfach aus.
Ja, kannst da hinten gleich mitmachen. Und bevor es ganz dunkel wird, bauen wir den hier nochmal schnell aus. Genau, catch dir mal den Hammer da hinten. Jetzt alle hier hin. Ja. Okay, bereit machen. Okay, mehr Hammer-Dudes können wir gar nicht da hinten haben. Das heißt, jetzt ist wahrscheinlich die Nacht, wo wir endgültig geradet werden. Also ich gebe jedem von dem Münzen. Denn die Monster stürzen sich auf die Leute und reißen ihnen vielleicht die Sachen weg. Aber sie können ja auch die Münzen entreißen. Oder wir werden einfach gar nicht angegriffen. Doch jetzt. Boah, voll die Breitseite gegeben. Angriff erfolgreich abgewehrt. Ja. All das Geld nur für dich. So, jetzt guck mal hier. Drück mal hier die Zinsen ab. So, schon wieder auf dem Maximal hier. Die geilen Geldleute hier. Da wirft da einfach alles rein. So, dass ich gönn einfach alles da reinwerfen ins Haus. Oh mein Gott, ist das da hinten unser Geld, was da drin ist? Alter. Ich glaube, da wurden gerade die Coins aufgestapelt. Wieder maximal. Schon geil, so wie es ist. Aber was bedeutet diese Musik? Die Musik hört sich nicht gut an, Leute. Scheiße, jetzt geben die mir ihre ganzen Gehälter zurück. Ich will euer Geld nicht. Nehmt es und haltet es in Ehren. Und dann werde ich die Gegner hier vorne noch ködern, indem ich hier ein paar Münzen in Flacke. Vielleicht kann ich auf diese Weise dafür sorgen, dass wir nicht angegriffen werden.
Oh, es ist Blutmond. Ja, moin, Angriff abgewehrt. So können wir einfach für immer leben. Uns eine richtig fette Zivilisation aufbauen hier. Das wird krass. Guck mal, ob wir Tag 30 schaffen überhaupt. Guck mal, ob da hinten jetzt wieder Leute sind. Hier stehen sie schon bereit. Und für das Geld, was dort angezeigt wird, könnten wir die Insel verlassen und auf eine neue Insel reisen, die das ganze Leben etwas schwerer macht. Das werden wir dann wahrscheinlich in der nächsten Folge machen. Auch wenn ich gerne sehen würde, was passiert, wenn wir noch Tag 30 erreichen. Oder Tag 50. Oder so. Aber viel mehr zu sehen gibt es jetzt ja eigentlich nicht mehr auf dieser Insel. Außer eine großbusige Frau auf einem Pferd. Ja, am nächsten Tag hier im Spiel mal nach da hinten rennen, gucken, was da so alles ist. Jetzt erstmal werde ich mein Dorf saven. Wir brauchen den Händler einfach nicht mehr. Seht euch das an, wir werden mit Geld beworfen. Ja, Mann. Ja, geht sein bitte leise. Spenden. Ich denke, das hier sollte reichen. Oder wir haben eine neue Tech Knight, das geht natürlich auch. Dann werde ich jetzt gleich mal da hinten durchreiten. Zeigen, was es da hinten noch so alles gibt. Tag 19. Oh, hier ist die Statue.
was sie uns bringt, ich habe keine Ahnung. Irgendwas, schätze ich. Und hinten ist das Portal, wo sie alle herkommen. Hier können auch tagsüber welche herkommen. Aber die sollten uns echt nicht kriegen können. Wow, er kann springen. Was passiert eigentlich, wenn die hierher kommen? Dann passiert gar nichts. Ist ja toll. Ich dachte, da passiert irgendwas. Easter Egg-mäßig so. Kommen sie noch? Ja. Ne, er macht jetzt Pause. Ah, da sind sie. Minion, da ist ein Dollar. Oh shit. Oh shit, was ist das denn? Was war das eben für ein Vieh? Hier, das Geld kannst du behalten. Schicken wir den guten Händler jetzt nochmal los. Der ist schon abgehauen, sein Haus. Okay, wir schicken den einfach nachts los. Warum auch nicht? Hier draußen ködern wir jetzt die Gegner. Dann werden die Fußleute vielleicht abhauen. Und wir können uns auf die komischen Fliegeviecher da konzentrieren. Das ist jetzt interessant. Kommen die jetzt nur, weil ich da hingegangen bin? Oder kommen die, weil jetzt Nacht 19 ist? Und wir kurz vor der 20 sind. Das würde mich jetzt interessieren. Haben wir eine neue Tech Knight? Ne, da kommt mir jemand. Okay, die catchen sich da. Klar. Ich würde sagen, bis zur nächsten Folge. Haut rein und ciao.